Dieser Film wurde mit viel Liebe von Pflegenden gestaltet und er ist für alle, die in der Pflege arbeiten. Zudem zeigt er nur einen Auszug der Probleme, die in der Pflege bereits seit Jahren vorhanden sind. Wir haben uns dafür entschieden, die zusätzlichen Strapazen, bedingt durch die aktuelle Corona-Pandemie, außen vor zu lassen, um uns auf die verwurzelten Ursachen für die grundlegenden Missstände zu konzentrieren und auf naheliegende Lösungsmöglichkeiten, deine Haltung und dein Team. So, Herr Pivonka, jetzt wird's mal kurz dunkel im Kopf und hell im Po. Jetzt beleuchten wir das Gesundheitssystem von einer ganz anderen Seite. Jahrelang wurden die Probleme in der Pflege kleingeredet. Stattdessen haben wir es mit alternativen Lösungen versucht. Hi, ich bin Schwester Jakob. Sehe, Sie haben Schmerzen. Welche Farbe haben denn die Schmerzen? Eher rosa, blau oder vielleicht grün? Zeigen wir mal. Rosa. Rosa. Okay. Eher helles Rosa, so leichter Schmerz oder doch schon fester Schmerz, eher dunkler? Fest und dunkel. Dunkel. Oh, da habe ich aber bestimmt die richtigen Kräuter für Sie. Wir haben es mit experimentellen Lösungen versucht. Schönen guten Morgen, Herr Ludewig. Grüß Sie. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Herr Ludwig, ich würde Sie jetzt gerne aus dem Bett mobilisieren. Nee. Ach, Herr Ludwig, schaut aus dem Fenster, die Sonne steht schon hoch am Himmel. Ist schon viel zu lang. Nein, Herr Ludwig, das tut mir gut. Doch, passen Sie auf, Sie brauchen das. Herr Ludwig, ich weiß ganz genau, Sie werden mir folgen. Kommen Sie. Oh Gott. Aber es ist ja doch ganz schnell die Stadt gelaufen. Sie wissen schon, wo Sie dran ziehen. Also, machen das los. Ja. Kommen Sie, Herr Ludwig. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Wir haben es international versucht. Ah, Schwester Olga. Hallo, heute habe ich was Gutes für Sie. Oh. Gut heißt uns Horosho. Bitte schön. Und Nazdarobje heißt, nimm deine Tabletten, oder? Oh, Jesus Maria. Manchmal ist kein Alkohol nämlich auch keine Lösung. Wir haben es mit Arbeitsteilung versucht. Ja, bitte? Ich muss mal. Ja, groß oder klein? Groß. Ich bin dafür klein zuständig. Mit Arbeit auf Augenhöhe. Und es wurde applaudiert. Ich habe die Kronprinz mit reserviert. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise, Herr Knödel. Sehr entspannt, Dankeschön. Prima. Einen Moment. Sind Sie systemrelevant? Ich bin Krankenpfleger. Also extrem relevant. Das ist sehr gut. Wie möchten Sie zahlen? In bar oder mit EC? Mit MP3, bitte. Dann haben wir für Sie einmal die Zimmer 501. Super, das ist sweet. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt. Sollte irgendwas sein, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind immer für Sie da. Dankeschön. Sehr gerne. Und manche haben es mit Zynismus versucht. Hey, was machen Sie da? Wir
Und wer mit mir jetzt diskutiert wird, interpretiert. Und obwohl wir das Herz am rechten Fleck haben, haben wir es zum Glück nie mit radikalen Lösungen versucht. Denn wir wissen, wo das Braune hingehört. Toleriert keine Respektlosigkeiten. Ah, Ruth. Hast schon gehört? Beate ist wieder krank, ne? So kurz vorm Wochenende. Hat bestimmt wieder Kopfschmerzen oder die Kinder sind krank. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kotzt sie mich richtig an, ne? Wir arbeiten hier zu zweit am Wochenende. Was, nur wegen dir alles. Was denn? Ciao. Hereinspaziert. Einen wunderschönen guten Tag an alle, die im Krankenhaus den Hut aufhaben. Sie haben zu wenig Personal? Sie müssen Löcher in Dienstplänen stopfen? Da habe ich was für Sie. Diese Methode wird Ihr Leben verändern. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn mal irgendwo eine Lücke entsteht, dann einfach ein bisschen schieben, hier noch ein bisschen schieben und zack, ist die Lücke gefüllt. Das Frontpersonal wird es schon richten, da bin ich ganz von überzeugt. Dann gibt's mal ein bisschen Katzenwäsche. Ja. In Bayern nennt man es katholische Wäsche. In Hamburg sagt man Gusch und Musch. Und im Rheinland ist es die eventbezogene Teilkörperwäsche. Und genau das passiert im Gesundheitswesen seit über 30 Jahren. Irgendwann ist zu wenig einfach zu wenig. All das hat uns ganz genau dahin geführt, wo wir haargenau heute stehen. Ach, lass mal. Früher war doch alles besser und wurde auch noch mit Pflaster zusammengehalten. Einige von uns haben sogar Superkräfte entwickelt. Ich kann Farben hören. Und das war Ocker. In der Politik und in der Gesellschaft muss ein Umdenken stattfinden. Denn jeder kann etwas tun. Was jetzt passiert, bestimmt ihr selbst. Pflegt euer Team. Es beginnt mit einer positiven Haltung. Pflege ist für mich, für jeden Menschen bis zum Ende zu kämpfen. Pflege macht mich nicht reich, aber bereichert mich täglich. Pflege ist für mich laut und hektisch. Das heißt, auch in schweren Stunden da zu sein. Pflege ist für mich bürokratisch, doch bedeutet auch, gestalten zu können. Pflege ist für mich herausfordernd, denn wir begleiten Menschen jeden Tag. Pflege kann gefährlich sein, dennoch bedeutet es, Leben zu retten. In der Pflege fehlt die Zeit. Wir brauchen mehr Zeit für Menschlichkeit. Sei du es dir wert! Und hört euch mal beim Reden zu. Wir sind es uns wert! Wir zusammen können etwas verändern, denn wir sind 1,7 Millionen. Ich hab schon versaut. Nein. Das ist zu viel. Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin in Panik.
dass du die... Sie wissen schon, wo sie stehen. Ja. Ja, komm, sehr gut. Entschuldigung. Toleriert keine Respektlosigkeiten. Können wir das Geschirr einräumen für 2 Minuten lassen? Danke. Damit hier mal Schluss ist, Julia fährt. Mit Arbeit auf Augenhöhe. Nochmal neu. Und nicht verschlucken, Matthias. Bitte die Frage im Augen. Das ist Dynamik. Auf Augenhöhe. In der Politik und in der Gesellschaft muss ein Un... Nochmal auf Anfang. Cool. Also, bitte noch einmal weiter. Ja. Weiter. So. Und Action. Oh. Nochmal. Warum muss ich anfangen? Ich dachte, du wolltest mir meinen Bein putzen. Manchmal ist kein Alkohol, ist manchmal... Superman. Und los. Warte.